Also Demokratie, das sage ich bestimmt gleich nochmal, das ist wirklich eines der Orwellschen Clown-Worte schlechthin. Das ist wirklich krass, wie die das verwenden heutzutage. Sonntag, 30. Juli 2023. Willkommen bei In Dubio, dem Podcast der Achse des Guten. Mein Name ist Gerd Bührmann. Wir müssen unsere Demokratie auch mit undemokratischen Mitteln gegen ihre Feinde verteidigen, weil sie es wert ist. Das schrieb am 25.07. Georgine Kellermann vom WDR. Ein Tag vorher schrieb Jan Böhmermann vom ZDF: Keine Sorge, die Nazis mit Substanz, und damit meint er die Union, wollen nach aktuellem Stand voraussichtlich nur auf kommunaler Ebene mit Nazis, und damit meint er die AfD, zusammenarbeiten. Am 26. Juli schrieb Sandro Witt, er ist im MDR-Rundfunkrat, wo ist die Brandmauer gegen so Hassprediger wie Reichelt und Maaßen? Das ist also die Welt, in der wir leben. Überall so viele Nazis und Hassprediger, dass wir darüber nachdenken sollen, undemokratische Mittel anzuwenden, um diesen Leuten Herr zu werden. Darüber werde ich heute mit meinen Gästen sprechen. Zugeschaltet ist der Podcaster Christian Schneider von dem Podcast Äthervox Ehrenfeld. Dann der Blogger Julian Marius Plutz von dem Blog neomarius.blog. Und die Autorin der Achse des Guten, Malka Goldstein-Wolf. Schön, dass ihr alle da seid. Tag, freue mich. Hi. Ja, ich habe da so viele Thoughts zu. Ja, Christian, dann fang direkt an. Ich möchte noch mal zitieren: Wir sollen mehr Undemokratie wagen, wenn es nach Georgine Kellermann geht. Sie selber hat ja diesen Post schon sehr schnell selbst gelöscht. Also dieser Post war nur kurz online, aber sie hat mehr Undemokratie gefordert. Hast du es gesehen, Gerd? Weil sie schrieb ja dann als Entschuldigung, sie war gerade so emotional, und da fragte ich sie, ob sie ihre Tage hat. Wie hat sie geantwortet? Sie hat nicht geantwortet, aber andere haben sich gefreut, weil wir wissen ja, wie Frauen sind dann. Entschuldigung, Malka. Malka schüttelt schon den Kopf. Ja, also, der Punkt ist, dieses Wort Demokratie ist ja so ein total Orwellsches Clownwort geworden. Also diese Herrschenden und die auch verantwortlich sind für die herrschenden Zustände, die verwenden das für etwas, was gar nichts mehr mit der Ursprungsbedeutung zu tun hat. Und genauso machen sie das mit den Worten Faschismus. Du hast einmal die Georgine Kellermann genannt, die hat das Wort Demokratie verwendet, und Jan Böhmermann macht es gerne mit dem Faschismus. Und ich habe irgendwie den Eindruck, ich habe es auch Frau Göring neulich geschrieben, Demokratie, ich habe den Eindruck, das ist das, was die glauben. Die glauben, das bedeutet, das ist alles, was ihnen gefällt. Und Faschismus ist alles, was ihnen nicht gefällt. Und so verwenden sie auch diese Worte. Und dann können alle faschistischen Sachen weg, also in ihren Augen, und alle demokratischen Sachen sind toll. Ist das nicht dann wirklich ein Aufruf zur Gewalt? Weil ich weiß, was ich tun würde, wenn ich es mit Faschisten, mit Nazis zu tun hätte. Ich würde auch zur Gewalt greifen, um eben diese Faschisten und Nazis daran zu hindern, ihre Gewalttaten zu begehen. Also im Grunde genommen, wenn Jan Böhmermann von Nazis spricht, ist das ein indirekter Aufruf zur Gewalt, Julian? Naja, selbstverständlich. Ich meine, muss er sich anschauen, wie viele Follower er hat, wie viele Menschen ihm auch geneigt und zugeneigt sind. Und es reicht nur, wenn das 4 oder 5 Leute anders sehen oder falsch sehen. Insofern, dass das sagt, okay, das ist ein impliziter Aufruf zur Gewalt, ich würde dem zustimmen. Ja, dann könnte es sein, dass da nächste Woche irgendwo die Hütte brennt, wenn da was Blaues dasteht und da AfD draufsteht. Kann ich mir vorstellen. Malka, wie siehst du die ganze Situation? Siehst du auch, dass wir umgeben sind von einer großen Gefahr von Nazis, dass wir jetzt zu undemokratischen Mitteln greifen sollen, wie es Georgine Kellermann vom WDR kurz gefordert hat? Also ich habe im Moment das Gefühl, ich befinde mich in Clowns World, bin ein Alien oder wünsche mir, dass mich jemand kneift und mich aus diesem Traum erweckt. Wir haben so viele Jahre für Gleichberechtigung gekämpft, für Frauengleichberechtigung, und dann kommt eine Person, die sich Lippenstift aufträgt und tatsächlich meint, biologische Frauen erklären zu müssen,
wie man sich als Frau zu verhalten hat. Dann gibt es einen Jan Böhmermann, der extrem unlustig, und ich finde mich da einfach nicht mehr zurecht. Ich finde mich nicht damit zurecht, dass ein Böhmermann den Grimme-Preis bekommt. Ich habe wirklich das Gefühl, es hat sich einfach alles gedreht, und ich würde mich auch nicht wundern, wenn ich bald die erste jüdische Nazi-Braut wäre, weil ich mich natürlich genau dagegen wehre. Georgine Kellermann hat ja in ihrem Post, in ihrem Tweet dann irgendwann auch Auschwitz zur Hand genommen, und ich habe dann nur flehentlich drunter geschrieben, sie möge um Gottes Willen aufhören, Auschwitz oder uns Juden für ihr krudes Demokratieverständnis zu instrumentalisieren. Ich finde es unfassbar, wofür wir jetzt immer wieder rangeholt werden. Also tatsächlich ist es so, dass ich große Sorge habe, dass unsere Meinungsfreiheit nachhaltig beschränkt wird und dass diejenigen, die sich als die Guten empfinden, in meinen Augen die Bösen sind. Ich höre eine gewisse Sprachlosigkeit da auch heraus, und ich kann diese Sprachlosigkeit komplett verstehen, weil ich weiß auch nicht mehr, wo ich stehe. Wenn ich ernsthaft höre, dass Leute darüber nachdenken, dass jetzt die AfD verboten werden soll, eine Partei, die kann nun vielen nicht gefallen, einigen gefällt es, aber landesweit bei ungefähr 20% liegen in den Umfragen. Also jede fünfte Person kann sich vorstellen, die AfD zu wählen. Jetzt wird darüber nachgedacht, diese Partei verbieten zu wollen. Das wäre für mich tatsächlich das Ende der Demokratie. Dann können wir es auch wirklich gleich sein lassen. Ja, aber das ist genau das, was sie doch wollen, wie anfangs erwähnt. Alles, was falsch ist aus ihren Augen, ist dann gleich Nazi und rechtsradikal. Das ist ja unglaublich. Ich meine, wie oft wart ihr schon Nazis und rechtsradikal? Ist ja alles nicht mehr zu glauben. Und wenn sie dann einen Schritt weitergehen und tatsächlich die Partei, die sie am wenigsten mögen offensichtlich und die andererseits auch ihnen am gefährlichsten sein könnte im Sinne von Machtverlust, weil am Ende des Tages geht es ja um Deutungshoheit und Machtverlust. Und wenn sie diese Partei dann verbieten wollen, viele machen das oder wollen das, es gibt auch eine Petition gerade, die da unterwegs ist, dann ist das der Ausverkauf von Demokratie, dann ist es ein Schauspiel von Demokratie und nichts anderes. Naja, das ist eine politische Bankrotterklärung. Nicht, dass ich die AfD als Allheilmittel sehen würde, aber es ist ja wahnsinnig frustrierend zu sehen, dass man nicht politisch antwortet, sondern nur mit Hetzkampagnen. Also man könnte die AfD ja insofern in ihre Schranken weisen, indem man selbst eine politisch gute Arbeit macht und indem man nicht am Wähler vorbeiregiert. Es ist ja ganz klar, was den Wähler beschäftigt. Also wenn man mich persönlich fragen würde, würde ich sagen, Nancy Faeser ist Deutschlands gefährlichste Politikerin. Wir alle würden ganz gerne unbehelligt ins Freibad gehen. Als Frau möchte ich keinem Messerstecher begegnen. Ich möchte nicht angetanzt werden. Wir haben ein Riesenproblem mit unkontrollierter Einwanderung. Das Problem wird nicht angegangen. Stattdessen tun sich alle zusammen und überlegen sich, wie sie die AfD am besten bashen können. Nur da haben sie, glaube ich, die Rechnung ohne den Wähler gemacht, weil der Wähler immer trotziger wird, weil er natürlich schon auch merkt, dass er von den politischen Kräften verkohlt wird. Und das ist der beste Wahlkampf, den man für die AfD eigentlich machen kann. Und für uns, die wir Demokraten sind und die wir uns eigentlich auch eine starke konservative Partei wünschen würden, ist das ein absoluter Albtraum, wenn Merz das Selbstverständliche sagt, nämlich die Politik auf kommunaler Ebene muss selbstverständlich auch mit der AfD gemacht werden. Es ist doch klar, ob eine Sporthalle jetzt renoviert werden muss oder nicht. Das ist ja nun kein parteipolitisches Thema, das ist ein kommunales Thema, und da darf man im Sinne des Bürgers auch nicht zickig sein. Also Merz hat das Selbstverständliche ausgesprochen und ist dann aber von denen angegangen worden, die ihn sowieso nie wählen würden, und dummerweise dann auch noch zurückgerudert. Und dann sitze ich davor und frage mich wirklich, verdammt nochmal, warum macht ihr mich politisch so heimatlos? Ich hätte mir wirklich einen starken Merz und einen glaubwürdigen Merz gewünscht. Aber das Bild, was er von sich selbst abgibt, ist leider das Gegenteil. Das finde ich spannend, weil es ist tatsächlich so, dass auch auf kommunaler Ebene Dinge nicht ermöglicht werden, weil es so eine knallharte Entscheidung von den Parteien, die jetzt auch bundesweit in der Regierung sitzen, es gibt, dass sie unter keinen Umständen mit der AfD zusammenarbeiten. Und das ist eine Absage
ans Subsidiaritätsprinzip, das ja sagt, alles, was von der kleineren Einheit gelöst werden kann, soll von der kleineren Einheit gelöst werden. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass auch in den letzten Jahren immer mehr Familien zerbrochen sind über so politische Dinge, dass Familienmitglieder nicht mehr miteinander reden, weil ein Familienmitglied vielleicht die AfD wählt, stelle ich mir manchmal die Frage, ob diese Brandmauer, die gerade überall hochgezogen wird, eigentlich nichts anderes ist als eine neue Berliner Mauer im Kopf. Darf ich ganz kurz was hinzufügen zu deinem Beitrag, den du gerade gesagt hast? Also es ist gang und gäbe. Es gab da einen guten Artikel im MIE-Magazin, dass tatsächlich alle Parteien, SPD, Grüne, FDP, auf kommunaler Ebene mit der AfD zusammenarbeiten. Also das ist nicht so, dass es da eine Brandmauer gibt. Man hat das Ganze jetzt einfach nur genutzt, um einen Sturm im Wasserglas zu initiieren. Und in Wirklichkeit ist das schon längst Realität. Und das ist ja auch richtig so. Ja, das wollte ich nur noch hinzufügen. Kein Problem. Das war so albern, den Merz dafür anzugehen, aber gut, es war auch vorhersehbar. Dieses AfD-Verbot erinnert mich irgendwie so an das Messerverbot oder das Waffenverbot in Waffenverbotszonen. Also die Leute, die sich sowas ausdenken, denken dann ja immer Problem gelöst. Jetzt ist es ja verboten. Und weder die Messer noch die dementsprechend konservativ denkenden Leute, die keine Heimat mehr haben und sich jetzt denken, ich möchte gerne die AfD wählen, die sind ja auch nicht weg. Sind ja nicht 20% der Wähler dann weg. Und ich glaube, dann wird es richtig fetzig. Was ich auch gerne nochmal sagen würde, was wahrscheinlich schon 1000 Mal gesagt wurde, aber ich bin Woche für Woche oder Beitrag für Beitrag immer wieder baff und pack mir an den Kopf, wenn ein Böhmermann die Nazis bemüht oder den Holocaust oder auf dem Rücken von mehreren Millionen Toten da sein Programm macht und wirklich das alles so verharmlost. Ich glaube, wir bewegen uns zu auf eine Generation. Ich glaube, anfangs war es extra und perfide, also quasi ein impliziter Gewaltaufruf, um zu sagen, naja, gegen Nazis, was will man da reden? Da muss was gemacht werden. Aber mittlerweile, ich könnte mir echt vorstellen, dass es 12-, 14-, 16-Jährige gibt, die mittlerweile wirklich denken, das war damals so mit den Nazis, wie das heute war. Also die sind einfach so abgestumpft, dass sie denken, sie sind im Widerstand und ja, das war damals genauso und wir sind heute gegen die Nazis und wir machen wenigstens was. Damals hat keiner was gemacht. Und ich glaube mittlerweile, dass es einen signifikant großen Anteil vielleicht von jungen Menschen gibt, der dahingehend komplett Gehirn gewaschen wird von solchen Leuten wie Jan Böhmermann. Also dass das wirklich eine Verharmlosung ist auf dem höchsten Level, also wo wir früher immer gesagt haben, das ist eine Übertreibung oder sowas, aber mittlerweile wächst da, glaube ich, eine Generation heran, die das wirklich denkt. Und das finde ich das extra perfide noch von so einem Böhmermann, weil ich glaube, er weiß, dass er lügt, wenn er das macht mit den Nazis, dass die CDU keine Nazis sind, das weiß er, aber dieser Satz von Rex, dass die Deutschen den Juden den Holocaust nie verzeihen werden, das sieht man auch an so einem Böhmermann. Ich würde das ja unter Meinungsfreiheit durchgehen lassen, wenn ich ihn nicht bezahlen, finanzieren müsste. Das ist ja das Ärgerliche, ja. Ich werde also gezwungen, Böhmermann oder Georgine Kellermann zu finanzieren. Und das sage ich dir ganz ehrlich, das finde ich schlichtweg zum Kotzen. Ich möchte diese Menschen nicht finanzieren. Ich möchte nicht Teil dieses kruden Spiels sein. Das Ganze wird zu einer Kosmetik. Also diese ganze Shoah, alle sind Nazis, das ist Kosmetik. Ja. Das ist wie die Frau, die schmutzige Fingernägel hat und sie dennoch lackiert. Das ist einfach nur noch Show und komplett unglaubwürdig. Aber sie meinen es auch ernst. Sie wollen es benutzen, um Cancel Culture zu machen. Sie wollen die Leute weghaben. Und das ist, ja, einerseits dieses Schauspiel und das als seine Bühne zu benutzen und zu zeigen, hier, guck mal hier, wir sind hier die Geschwister Scholl. Und andererseits aber auch wirklich die Leute weghaben zu wollen. Und dieses bezahlen müssen, Malka, das sehe ich genauso wie du, aber das doppelt zusätzlich perfide noch daran ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirklich 11 Milliarden an Ressourcen hat. 11 Milliarden Euro. Und das ist, nicht nur bezahlen wir das, und das sind irgendwelche Witzbolde, sondern die haben unbegrenzte Ressourcen und auch Zugang zu Plattformen, womit sie die Leute irgendwie indoktrinieren können. Und das ist das eigentlich Böse. Ich würde sogar noch sagen, wenn du einfach das Geld nehmen würdest und dann lass sie uns in Ruhe, aber diese Indoktrination und dieses,
diese Cancel Culture und dieses Schlechtmachen und dieses Kaputtmachen von Diskurs, das ist noch obendrein eigentlich das Sahnehäubchen. Im Prinzip ist es ja genauso richtig, oder die Logik dahinter, wenn alle Nazis sind, ja klar, dann ist ja niemand mehr Nazi. Das ist ja so praktisch, also wenn alle hier Nazis sind, wir sind Nazis, ihr seid Nazis, früher waren auch alle Nazis, ja dann war auch Opa Böhmermann und Oma Böhmermann auch keine Nazis, sondern einfach irgendwelche netten Kollegen, die außersehen am Gashahn mal hängen geblieben sind. Ja, also ich meine, das ist doch die simple Logik, also Geschichtsrevisionismus auf Kosten der Steuerzahler, würde ich schon sagen, Beitragszahler auf irre Art und Weise. Und ich meine, so kann man die Geschichte auch wieder umschreiben, ne? Wenn dann irgendwann ist dann keiner mehr Nazis, ne? Dann waren das halt irgendwelche Aliens, die mal kamen für ein paar Monate, ein paar Jahre da, Nazis, NSDAP. Ach, das mit diesem Auschwitz, weiß ich auch nicht mehr so richtig. Das war doch auch alles, also ja, keine, ich habe da nichts gesagt, also keine Nazis, auf keinen Fall. Weil es ja alle Nazis waren, dann war niemand Nazis. Simple Logik der Kernverblödeten. Ja, aber ich glaube, wir haben ja ein allgemeines Demokratieproblem. Schau mal, wir haben Gesetze, wir haben beispielsweise Asylgesetze. Ja, die das eigentlich alles regeln könnten. Nur, die werden ja überhaupt nicht mehr beachtet. Also es ist ja völlig klar, dass ich als Jüdin muss gestehen, würde meine Koffer jetzt nicht packen wegen einem AfD-Politiker, aber ich würde sehr wohl meine Koffer packen, wenn mich Islamisten bedrohen, die ich persönlich noch aggressiver und bedrohlicher für Körper und Seele finde. Und wir haben diese Gesetze, aber wir wenden sie schlichtweg nicht an. Und es ist einfach auch ganz selbstverständlich, dass wir es nicht tun. Und wer einmal hier ist, sinngemäß hat das Hendrik Wüst, habe ich das in der Welt gelesen, hier unser Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen auch gesagt, naja, an Abschieben, oder er hat es zu verstehen gegeben, dass er an Abschiebungen nicht denkt. Also an Abschiebung von den Menschen, die kein Asylrecht haben. Und so steigt die Gefahr. Wir haben eine größere Flüchtlingsproblematik als 2015. Tonnen an Judenhasser kommen rein. Ich fühle mich immer unwohler. Und Nancy Faeser postet, wir sind verantwortlich, jüdisches Leben zu schützen. Und ich frage mich, ob das einen Anschlag auf meine Intelligenz bedeutet. Ja, es ist, ich meine, diese Schere im Kopf, ist ja auch schon wieder sowas, was totgesagt ist, an Floss, aber das muss man sich mal vorstellen, genau, Maike, was du gerade gesagt hast, ja, währenddessen ist Deutschland offenkundig für das Wohl und Wehe der Welt verantwortlich, also früher wollten Deutschen die Welt erobern, heute die Welt belehren, ist auch schön, währenddessen kommen die Judenhasser innen und außen nach Deutschland, von außen nach Deutschland rein, um das mal konkret zu machen, und Nancy Faeser, ich muss nochmal betonen, freut sich ein Ast ab und denkt sich, ja, aber müssen wir ordentlich auf jeden Fall ganz wichtig den toten Juden denken, weil die sind ja, ne, muss man auch mal schauen und so weiter. Und wie hast du es schön geschrieben, Gerd, in deinem Blog, die liebsten Juden der Deutschen sind Herr und Frau Stolperstein. Und so ist das auch. Das ist ja wirklich nicht mehr auszuhalten, das ist auch nicht mehr lustig langsam. Was will Nancy Faeser noch alles verkehrt machen? Ich frage es, ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin hier raus. Ich glaube, es geht den Leuten um Projektionen. Die wollen ihre eigene Ideologie einfach projizieren und das geht halt gut in tote Juden. Lebendige Juden, das ist halt sehr schwer, die können widersprechen, die können dir Widerworte geben, aber in so einen toten Juden kannst du alles hineinprojizieren. Lebendige Juden würde auch eine Solidarität mit Israel erfordern und damit tun sich auch Linke oft sehr, sehr schwer. Man hört es ja auch überall, Israel, rechtsextremste Regierung ever. Das ist ja überhaupt das Schönste für Deutsche, Juden als rechtsextrem zu bezeichnen. Also das ist ja auch so der Tenor. Deswegen lieber nur die toten Juden, das ist eine sichere Sache. Da können wir uns alle einigen. Also nicht wir uns jetzt, sondern der Average Normie da draußen. Ja, es ist tatsächlich wahr. Diese Justizreform, ich habe neulich auch gepostet, weil ich habe mir mal die Mühe gemacht, mich den Nachmittag hingesetzt und mal einfach geschaut, wer ist denn jetzt so besessen, was die israelische Justizreform betrifft. Und da ist mir wirklich aufgefallen, es sind gar nicht die Rechten, die jetzt gerne nach Israel einmarschieren würden, um dem renitenten Juden deutsche Werte zu vermitteln. Es ist tatsächlich diese Riesengruppierung Boker-Linken, die jetzt ihre Chance sehen, all das loszuwerden, was sie ja schon vor der Justizreform immer wieder bemängelt haben. Und die Juden machen einfach ihr eigenes Ding. Diese frechen Juden lassen sich doch nicht mehr abschlachten. Das kann doch nicht wahr sein. Und
Man muss natürlich auch sagen, dass in Israel mit Terror anders verfahren wird als in Deutschland. Aber jo. Ich meine, wir Deutschen wollen nicht lernen und offenbar unsere Nachbarn auch nicht. Ich musste so schmunzeln, als ich gelesen habe, dass die holländische Supermarktkette die Messer aus dem Sortiment genommen hat, wegen den Problem vielen gelöst. Messerattacken. Das ist doch eine geile Art, ein Problem zu lösen, oder? Ich würde vorschlagen, wenn die Vergewaltigungen weiter zunehmen, dann sollten wir einfach Frauen verbieten. Lass es ja, uns Sie doch wollen ja einfach die Männer nicht so verbieten. Kompliziert. Sie wollen ja die Männer verbieten. Ach, Sie wollen Sie die wollen, Männer also der verbieten. Ich Tenor dachte, ist ja. hier sind die reizen und die es letztendlich schon. Ach, Ja, aber die ich blick Männer da nicht sind mehr doch durch, immer Christian. die Männer sind immer aggressiv. Es hat auch mit sonst was nichts zu tun. Es ist ein Männerproblem, höre ich immer bei den Linken. Ja, Ja? aber ich muss Männer dir ganz verbieten. ehrlich sagen, Ja, das ist Scharia. Das ist Scharia. Sie ja, wünschen aber sich was Scharia. Malte, Hans und Karl-Heinz in den Schwimmbädern veranstalten, das ist ja auch nicht mehr in Ordnung. Haben die denn gar kein Benehmen? Aber das ist auch so ein Ding. Das ist bei vielen kein Thema, weil wenn du so ein gewisses Einkommen hast, dann hast du ja einen eigenen Pool. Dann gehst du ja nicht mehr in irgendwelche öffentlichen Bäder. Und sind wir mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo eben diejenigen, die Politik machen, sich so entfernt haben vom Alltag in Deutschland, dass die gar nicht mehr wissen, über was sie reden und ja, wessen Diener sie eigentlich sind? Also ich möchte euch gerne eine Begebenheit erzählen, die ich schier unfassbar fand. Da gibt es ja diesen, also ich meine, es ist ja mittlerweile bekannt, in dieser Zeit ist es so, für jedes Problem wird irgendein Schulkreis gegründet. Hochbezahlte Experten werden zu Rate gezogen, mit Vorliebe Experten, von denen man weiß, dass sie die gleiche Meinung haben und regierungskonform sind. Und dann gab es diesen unglaublichen Bericht gegen Muslimfeindlichkeit vom unabhängigen Expertenrat. Wie unabhängig die sind, lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Aber dieser Expertenrat gegen Muslimfeindlichkeit, man möchte sich das bitte auf der Zunge zergehen lassen, so hat die Welt aufgedeckt, wurde mit Mithilfe von islamistischen Verbänden erstellt. Also, Islamisten werden eingesetzt, um herauszufinden, warum man Muslime hasst. Ist ganz spannend. Dann konnte man sich in dem Bericht konnte man dann sehen, wer da so alles diffamiert wird. Nikla Kellec, unser lieber Henrik Broder, Sigrid Hermann ganz besonders. Und die hat dann auch gewagt, die Pressestelle mehrfach anzuschreiben. Sie möchte natürlich, dass diese falschen Tatsachenbehauptungen korrigiert werden. Denn das, was man da über sie geschrieben hat, war nachweislich einfach falsch. Und dass islamistische Verbände Islamismuskritiker nicht mögen, ich denke, das liegt in der Natur der Sache. Und dann kommt wieder Nancy Faeser ins Spiel. Nancy Faeser ist doch eigentlich die Innenministerin des gesamten Volkes. Da würde ich doch denken, die ist verpflichtet, zu einer mutigen Islamismuskritikerin, Expertin wie Sigrid Hermann zu antworten. Tut sie aber nicht. Wir mussten Sigrid jetzt mit einer Spendensammlung unterstützen, damit sie sich juristischen Beistand nehmen kann und gegen dieses Unrecht vorgehen kann. Und das ist unfassbar, dass sich das Bundesinnenministerium erdreistet, keine Stellung dazu zu nehmen, dass sie mit unseren Steuergeldern islamistische Verbände subventionieren, dann aufrechte Bürger zusehen, dass aufrechte Bürger diffamiert werden. Und sie macht nichts, sie sagt nichts, sie antwortet nicht. Wir decken einen Skandal nach dem anderen auf. Und das Dumme ist, es versiegt einfach. Es kommt nicht an und es ist so, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, dass zum Beispiel, wie Henrik neulich geschrieben hat, mit unserer Entwicklungshilfe in Äthiopien das äthiopische Staatsoberhaupt sich einen Milliardenpalast baut. Ich meine, das ist doch unfassbar. Rentner hier in Deutschland sammeln Flaschen. Die haben ein Leben lang gearbeitet und wissen nicht mehr, wie sie sich finanzieren sollen. Wir subventionieren Islamisten, wir bauen indirekt Paläste für äthiopischen Staatsmann, wir subventionieren israelfeindliche Schulbücher, wir subventionieren als zweitgrößter bilateraler Geber palästinensische Terrorrenten, während hier Menschen tatsächlich die bürgerliche Mitte nicht mehr weiß, wie sie über die Runden kommt, wie sie die Inflation übersteht. Und das ist so schändlich, dass mir wirklich übel wird. Ja, da frage ich mich, wo ist denn da die Brandmauer? Ne? Also eine Brandmauer nach rechts, die steht offensichtlich. Klaus-Maria Brandmauer ist eingesetzt und ist von Claudio Casula geklaut. Ich muss den Urheber da natürlich auch erwähnen. Ja, aber die
Die Brandmauer steht unbedingt, ja, aber nur auf einer Seite natürlich, ne? Die ist unverrückbar. Aber die andere Arten von Brandmauern, auch so ein Wort. Ich denke, das ist das nächste Wieselwort Brandmauer, ich schwöre es euch. Aber die Brandmauer nach links geht überhaupt nicht, ne? Das Klaus, also ich habe mir meine eigene gebaut, gegen die Ampel. Das erkennt man daran, dass im Kampf gegen rechts die Brandmauer dann hochgezogen wird und dann wird die auch verteidigt. Und um die Brandmauer zu verteidigen, arbeitet man dann gerne mit der Partei Die Linke zusammen, die Nachfolgepartei der SED ist. Ja, also gut, mit anderen Worten, um die Leute zu bekämpfen, von denen man annimmt und behauptet, dass sie vielleicht, sollten sie irgendwann mal an der Macht sein, sie nicht so ganz gut mit Flüchtlingen umgehen würden. Um die zu bekämpfen, arbeitet man mit der Partei zusammen, die die Nachfolgepartei der Partei ist, die auf Flüchtlinge hat schießen. Ja, aber nur die, die raus wollen. Nur die, die raus wollen, werden erschossen. Rein darf jeder. Das ist okay. Lindner hat das gesagt. Man soll doch, wenn man Protest wählen will, die Linke wählen, nicht die AfD. Das stimmt. Ja, toll, ne? Das hat er gesagt, wirklich? Das hat er gesagt. Nee, aber das war, ja, aber das war, da war ich auch erstmal schockiert, aber ich kann es jetzt nicht mehr zusammenfassen, aber als ich den Artikel dann gelesen habe, hörte es sich nicht mehr ganz so dramatisch an. Das muss ich als eigentliche FDP-Fählerin sagen. Ich muss sonst unter das Sauerstoffzelt, wenn ich das jetzt nicht hinzugefügt hätte, Christian, ist das alles so, es ist so absurd. Das ist, aber die Sache ist ja, da sind wir sehr korrekt, aber wenn es im Umgang mit der AfD geht, sind wir eben dann nicht mehr so korrekt. Da werden dann die schlimmstmöglichsten Interpretationen angenommen und aufgrund dieser schlimmstmöglichsten Interpretation wird dann geurteilt. Und das ist doch das Problem. Ich habe mir mal den Verfassungsschutzbericht von Thüringen angeschaut. Da, wo es heißt, die AfD ist eine gesichert rechtsextreme Partei. Und alle Beispiele, die dort angeführt werden, um zu erklären, dass die AfD rechtsextrem sind, sind Argumente, die heute jetzt hier in den letzten 30 Minuten auch gefallen sind. Also theoretisch sind wir alle nach dieser Definition auch rechtsextrem. Denn schon wenn man anfängt, die Flüchtlingspolitik zu kritisieren, ist man bereits rechtsextrem. Oder rechts, oder wie heißt das? Verdachtsfall oder Problembär, je nachdem. Ich finde es halt so krass, dass sie einerseits sich ja irgendwie wünschen, dass alle anderen Parteien das regeln, also eben auch ein konservatives Angebot machen, sprich die CDU, aber gleichzeitig wird es der CDU dann auch nicht erlaubt. Und die CDU hat Angst. Also das ist ja auch schon irgendwo Cancel Culture in Full Effect. Und das sind ja Themen, Malka hat es ja schon gesagt, die Leute beschäftigen. Die Themen sind ja auch nicht weg. Selbst mit einem AfD-Verbot wären ja diese Themen nicht weg, geschweige denn die Wähler. Und ich finde, dieses Wort Demokratie ist echt, ich habe es eingangs schon gesagt, so ad absurdum geführt, weil sie wollen ja eigentlich immer nur ihre Demokratie. Sie lieben ihre Demokratie. Das heißt, Demokratie bedeutet für die, wir müssen wählen gehen, das ist deren Verständnis, aber du darfst nicht wählen. Du darfst auch nicht die Parteien im Spektrum wählen, die auf dem Zettel stehen. Obwohl das ja literally die Demokratie ist. Und immer wenn irgendwie sowas passiert, werden irgendwie die Wahlen rückgängig gemacht oder es wird gesagt, man darf mit denen nicht kooperieren oder sonst irgendwas. Ob einem das jetzt gefällt oder nicht, aber das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes Demokratie. Sobald ein Merz was sagt, wird ja drauf eingehauen. Also es gibt ja gar keine andere Möglichkeit mehr. Also es ist alles sozial geächtet und oder soll verboten werden. Was wünschen sich diese Leute? So. Was ist die Lösung? Also was wollen sie? Also dass einfach alle die Grünen wählen? Aber das ist ja dann keine Demokratie. Wenn wir wählen gehen dürfen, aber wir dürfen nicht, nee, wir sollen wählen gehen, aber wir dürfen nicht wählen. Das ist ja, ich denke mal, die Grünen machen sich ja, also ich meine, Habeck sagt, es gibt keinen Grund für German Angst. Das ist ja schon fast heute Show. Das ist ja verspottend, ne? Das ist die Wähler verspottend und ich denke, dass Habeck auch selbst weiß, dass er durch Inkompetenz glänzt und dass sie gar keine andere Möglichkeit haben, als so viele Parteien wie möglich auszuschalten, damit sie auf ihrem sicheren Versorgungspöstchen sitzen bleiben können. Glaubst du, Habeck weiß das? Sorry, Marka. Ich glaube es tatsächlich. Es ist peinlich. Und bei ihm habe ich den Eindruck, er ist komplett woanders.
Ehrlich, ja, also ich habe das Gefühl, dass das so ein Schuljunge ist, der einfach innerlich schon weiß, ich pack's doch nicht. Ich bin doch hier völlig falsch. Aber er wird es natürlich nicht zugeben. Aber du kannst doch nicht lapidar sagen, es gibt keinen Grund für German Angst, während die Wirtschaft in der Welt boomt, nur Deutschland schrumpft und zusammenbricht. Ja, dabei machen wir doch alles richtig. Ja, das ist wirklich dramatisch. Also ich muss jetzt gestehen, wenn ich mir Höcke angucke, habe ich immer so das Gefühl von Amon Goeth und das ist ein sehr unschönes Bauchgefühl. Aber nichtsdestotrotz denke ich mir so manches Mal, wenn man die AfD immer blockiert, dann kann sie ja gar nicht zeigen, ob sie irgendetwas kann. Weil am Ende des Tages, müssen wir doch ehrlich sein, die AfD braucht sich doch um ein Wahlprogramm überhaupt nicht zu kümmern. Die AfD bekommt ihre Wähler aus in größten Teilen aus Unzufriedenheit und dem totalen Versagen der bürgerlichen Parteien. Es wäre, manchmal frage ich mich schon, es wäre mal ganz interessant, wie die denn eigentlich, ob die überhaupt leisten können. Ja, bis jetzt können wir das ja alles überhaupt noch gar nicht sagen. Natürlich gibt es einige Sprüche von einigen Kandidaten, die übelst sind. Aber die kenne ich leider Gottes von der SPD auch. Ich muss immer daran denken, als jüdische Aktivistin werde ich seit Jahren von SPD-Parteisoldaten gejagt, in einer Form, die ich ehrlich gesagt bei Rechten noch nicht ansatzweise erlebt habe. Ja. Also auch da erlebt man, ich meine, der Ali Utlu zum Beispiel, der erlebt es ja auch, wie er von links gerne versucht wird, zu diffamiert zu werden und wie er gejagt wird. Also, dass die Linken die Guten sind, leider also, no. Wisst ihr, was ich auch immer krass finde? Also Malka sagt es ja auch schon, dass die Juden angeblich so eine Angst vor der AfD hätten und nicht vor anderen Dingen hier in Deutschland oder Entwicklungen, ne? Das ist so Twilight Zone. Und gleichzeitig sagen sie auch, die Cepli hat es letzte Woche gesagt, sie als Muslima hätte so eine Angst vor der AfD und würde sich überlegen, auszuwandern. Ich glaube ganz ehrlich, weder noch. Also zumindest der basierte Dönerverkäufer oder AMG-Kenneck hat doch nicht Angst vor der AfD. Das kann mir keiner erzählen. Die wählen größtenteils schon die CDU in Berlin. Die sind also die muslimische Community, die angekommen ist, die auch integriert ist, die ist konservativ. Die ist konservativ. Die ist nicht grün. Die ist nicht LGBTQ. Das ist so. Und es hat ein Ali Boumaier, Cousin von einem Abu Chaka ist das, gesagt, seine Leute, er nennt keine Namen, dann kann man sich ja denken, welche Namen er meint, werden AfD wählen. Nur mal so. Das ist natürlich ein bisschen anekdotische Evidenz. Ja, und ich glaube, mit diesem ganzen Woken und diesem Trans-Thema und so weiter, hat man auch diese, sofern sie wahlberechtigt sind, Community verloren. Man hat sie verloren. Und die Juden haben keine Angst vor der AfD und diese wahlberechtigten Moslems haben auch keine Angst vor der AfD. Ich sage nicht, dass man die wählen soll, das ist eine reine Analyse jetzt von mir, ja? Ja. Also dieses Hirngespinst von Cepli und Co., dass alle Angst hätten und irgendwie in Lager gesteckt zu werden dann danach, das kommt nicht, also die Angst ist da, aber nicht vor der AfD. Igor Levit würde ich abziehen, aber ansonsten ja. Nee, aber mal ernst, ich muss mal ganz kurz, weil ich verstehe so ein paar Sachen nicht. Also man darf nicht, also es ist ja der Kampf gegen rechts, Klaus-Maria Brandmauer, die muss stehen. Man muss auf jeden Fall gegen rechts sein, deswegen muss man wählen gehen. Wenn man nämlich nicht wählen geht, dann ist es ja eine Stimme für die Rechten. Wenn man aber wählen geht, darf man auch nicht die AfD wählen, weil das ist ja die tatsächliche Stimme gegen rechts. Ich bin verwirrt, bitte helfen. Also du darfst nicht wählen, genau. Du musst gehen. Man darf nicht wählen, aber muss wählen. Ich glaube, dass es tatsächlich Juden gibt, die auch Angst vor der AfD haben. Also das muss ich jetzt fairerweise sagen. Aber sicherlich nicht in dem Ausmaße, wie man... Ich meine, Antisemitismus ist immer blöd, keine Frage. Aber der islamistische Antisemitismus bedroht einen zentral. Der ist so aggressiv, dass man tatsächlich Angst haben muss, nicht körperlich angegangen zu werden. Und eins müssen wir uns jetzt bitte auch nochmal vor Augen führen. Selbst wenn die AfD weiter steigen wird, und davon gehe ich schwer aus, weil die Politik ja weiter schläft und die Themen nicht behandelt, da muss man ja auch als Jude sagen, es gibt jetzt Israel. Es werden keine KZs mehr gebaut. Wir werden nicht mehr vergast werden. Wir haben jetzt ein Heimatland, wo wir immer unter jeder, in jedem Falle
Zuflucht finden können. Also insofern sollte man jetzt auch nicht panischer sein und da übertrieben reagieren. Aber ich glaube, die Situation ist immer die, in dem Moment, und das macht die Regierung ja auch ganz geschickt, indem sie Fördergelder verteilt, bei den einen sicherlich auch wichtig, um Schulen, jüdische Altersheime, Synagogen abzusichern. Aber indem Fördergelder fallen, muss man sich im Klaren sein, es ist schwer, an dem Ast zu sägen, auf dem man sitzt. Und natürlich sind Fördergelder auch immer ein Stück weit aus meiner Sicht Maulkörbe. Und ich glaube, da wird dieses extreme AfD-Bashing auch, das kommt auch so ein bisschen daher, dass man wenig hört gegen Linksextremismus, auch von jüdischen Verbänden oder Organisationen. Das finde ich ganz bedauerlich, aber ja, ich glaube, das ist eben so ein bisschen der Grund, dass da eben Gelder fließen, die auch zum Teil wirklich bitter benötigt werden, die aber zur Folge haben, dass man die Dinge nicht so klar benennt, wie man sie eigentlich benennen würde. Und da haben wir ja glücklicherweise unseren Henrik für, der das tut, erbarmungslos, ehrlich und sich nie prostituierend. Und da bin ich immer ganz froh, wenn er die jüdische Stimme erhebt. Ich glaube, ein Hauptproblem besteht in der Existenz des Verfassungsschutzes. Da müssen wir uns einfach mal klar machen, wir leben in einem Land, wo es einen Inlandgeheimdienst gibt, dessen Aufgabe es ist, die Bürger auszuspionieren, ob sie sich anständig verhalten. Und der Glaube, dass der Antisemitismus so massiv von rechts kommt, ist der Tatsache geschuldet, dass lange Zeit Verfassungsschutzberichte behauptet haben, der größte Teil der judenfeindlichen Aktionen käme von rechts. Allerdings, wenn man dann die Verfassungsschutzberichte gelesen hat, hat man gemerkt, dass alles, was rechtsradikale Symbole benutzt, dann auch direkt unter rechtsradikalem Antisemitismus abgebucht wird. Zum Beispiel das Verwenden von Hakenkreuzen oder das Verwenden des Namens Hitlers. Jetzt weiß man aber, dass gerade auch in der Free Palestine-Bewegung sehr oft Hakenkreuze benutzt wurden, dass gerade aus islamistischen Hintergründen sehr oft nationalsozialistische Symbole benutzt wurden. 2014 wurde in Essen, wurde in Gelsenkirchen gerufen, Hamas, Hamas, Juden ins Gas. Das sind alles Hassartikulationen gewesen, die von islamischer Seite kamen, die dann aber als rechts abgebucht wurden. Und wenn ich mir jetzt den Verfassungsschutzbericht in Thüringen durchlese, da heißt es auf Seite 14, die AfD Thüringen überschreitet auch nach der im März 2020 erfolgten Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall die Grenzen zum politischen Extremismus mit großer Regelmäßigkeit. So, und wenn es diese große Regelmäßigkeit gibt, nehme ich an, dass die folgenden Seiten mir jetzt richtig brutale extreme Aussagen der AfD präsentieren werden, und das passiert nicht. Ich gebe mal ein Beispiel. Ein Beispiel, das es wert ist, hier erwähnt zu werden. Auf Seite 21 geht es um die Angriffe der AfD auf das Rechtsstaatsprinzip. Und da habe ich jetzt was richtig Schlimmes erwartet. Was kommt, ist der Abgeordnete Stefan Möller. Wenn ihr von dem noch nie was gehört habt, kein Problem, ich kannte den vorher auch nicht. Der hat aber gesagt, dass die Verfassungsrichter in Deutschland von der herrschenden politischen Mehrheit sorgfältig ausgewählt und eingesetzt werden, um dann zugunsten der politischen Parteien zu entscheiden. Und als Beispiel führte... Doch. Ja, eben. Und als Beispiel führte einen CDU-Bundestagsabgeordneten an, der dann später Bundesverfassungsrichter wurde, und das kritisiert er. Er sagt, er entscheidet immer noch im Sinne der CDU. Für den Verfassungsschutz in Thüringen ist das eine Aussage, die rechtsextremistisch ist. Ja gut, Verfassungsschutz Thüringen ist Stefan Kramer. Stefan Kramer hat seine Parteizugehörigkeit jeweils nach seinem Arbeitgeber gewählt. Also er ist da sehr flexibel. Ist zum Judentum konvertiert, war dann Geschäftsführer im Zentralrat der Juden. In jüdischen Kreisen hinter vorgehaltener Hand sagt man, dass das der schlechteste Geschäftsführer ist, den wir jemals hatten. Also ich glaube, die waren ganz dankbar, ihn los zu sein. Aber was Stefan Kramer betrifft, muss man ja eins sagen, wessen Buddy ist er? Er ist der Buddy von Ayman Masiak. Ayman Masiak wiederum vertritt mit seinem Zentral der Muslime gerade mal 2% der hier lebenden Muslime in Deutschland, hat unter seinem Dachverband ATIB. ATIB wird zu den Grauen Wölfen gerechnet. Wozu werden die Grauen Wölfe gerechnet? Natürlich, oh je, zu den Rechtsradikalen.
So, also sind wir wieder beim Rechtsextremismus. Und wo geht Stefan Kramer denn jetzt den Islamismus an, die grauen Wölfe, wenn er doch so gegen rechts agiert? Und genau aus dem Grunde kann ich das überhaupt nicht ernst nehmen. Da haben wir doch schon wieder diese Doppelmoral. Ich kann nicht einerseits sagen, die AfD ist unsere größte Gefahr und andererseits jemanden im Arm halten, der zumindest eine Nähe zu islamistischen Verbänden hat. Das passt. Aber warum verbietet Nazi-Face nicht einfach Rechtsextremismus? Das wäre doch ganz einfach. Oder Antisemitismus soll es einfach verbieten. Dann gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Also beziehungsweise das ist ja Teil des Plans. Also ja. Ich weiß, du hast einen Scherz gemacht, aber so ein bisschen ist ja was Wahres dran. Also so ein bisschen ist ja die Bestrebung. Einfach alles verbieten und dann geht's schon weg. Ja, aber deswegen steigen ja auch die Umfragewerte, weil die Menschen natürlich nur bis zu einem gewissen Grad mitmachen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn mit den Menschen, mit denen ich mich unterhalte, da ist überall Weltuntergangsstimmung und ein unglaublicher Trotz. Also ich habe zwei Freunde, die sind beides Unternehmer, eigentlich FDP-Mitglieder, die mir hinter vorgehalten haben, sagen, Malta, wir werden jetzt die AfD wählen aus Protest, ja? Die so alle so frustriert sind. Man möchte nicht bevormundet, belehrt werden, man möchte nicht mit Verboten durchs Leben geführt werden. Und man merkt natürlich auch, dass Dummheit in der deutschen Politikerriegel siegt. Und auch da will man nicht mitmachen. Also ich denke, würde mich nicht wundern, wenn die AfD bald auf 30% ist. Aber das ist bei mir in meinem Umkreis nur teilweise der Fall tatsächlich. Also wenn ich mich jetzt mit zum Beispiel aus meiner Familie, darf keinen Namen nennen, oh Gott, da wäre ich ja enterbt, unterhalte. So, ich habe so die einen oder anderen Beamten, sage ich mal, so in der, jetzt ist es glaube ich eh klar, wen ich meine. Ja, auf jeden Fall, ist ja egal. Auf jeden Fall, wenn ich du mit hast keine Familie mehr, komm zu mir. Ja, ich komplett vom Bus geschubst. Ja. Das war, ja, auf jeden Fall, wenn ich mit diesen Menschen spreche, dann erlebe ich eher sowas, das Gegenteil. Also uns geht's da noch gut und. Ja, Moment, du hast ja gesagt, das ist ein Beamter. Malka sprach von Unternehmer. Ja, das ist ja ein Staatsadliger, der quasi Steuerfinanziert. Natürlich geht's dem gut. Jetzt hakt nicht in die Wunde rein. Aber ja. Hast du es doch selbst schon erklärt. Ja, das ist schon richtig. Aber nicht nur, es sind auch andere da, die ähnlich dann agieren und so. Und dann zeige ich den Leuten, na guck doch mal hier. Also mein einfaches Beispiel ist, wir haben Vollbeschäftigung und gleichzeitig Inflation und Schrumpfen. Das bedeutet, dass Deutschland unproduktiv wird. Das ist einfach. Eigentlich verstehen die Leute aber nicht. Das sage ich nochmal. Vollbeschäftigung heißt, seit 89 sind ganz viele Leute, die arbeiten. Gleichzeitig schrumpft aber die Wirtschaft. Das heißt, dass diese Leute, die arbeiten, unproduktiver werden. Und wenn man sich anschaut, dass der Staatsapparat größer wird, könnte es sein, dass es vielleicht auch daran liegt. Nein, das kann nicht wahr sein. Julian, du schwurbelst wieder. Ja, aber so ist es. Julian, nicht nur schwurbelst du, sondern du begehst einen Verstoß gegen das Demokratieprinzip. Ich möchte nochmal wieder aus dem Verfassungsschutzbericht von Thüringen vorlesen, weil wir gerade schon Björn Höcke angesprochen haben. Er wird natürlich auch zitiert auf Seite 19. Das ist ja der Endgegner schlechthin. Der rausgekramt wird als der Obernazi, ne? Genau. Und dann erwarte ich ja, dass im Verfassungsschutzbericht dann drin steht, was der für jetzt, richtig schlimme Sachen gesagt hat. Ich bin jetzt auch ganz gespannt. Gib. Man muss sich klar machen, dafür haben die sich jetzt Platz jetzt genommen. Jetzt die Nazi-Keule. Das war das Schlimmste, was sie über ihn finden konnten. Er hat gesagt, ab 2015 spaltete die illegale Zuwanderung Millionen kulturfremder Menschen unser Volk. Seit 1,5 Jahren setzt der freiheitsgefährdende Corona-Notstand diese Spaltung unseres Volkes fort. Und man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass in Bälde ein wohlstandsvernichtender Klimanotstand erneut unser Volk spalten wird. Wir Deutschen werden im Zustand permanenter Spaltung gehalten. Niemals seit der Wiedervereinigung war das deutsche Volk so zerrissen wie 2021. So, und also das, ich glaube, er hätte nicht unser Volk sagen dürfen. Ah, ich wollte sagen, ich wollte auch lösen. Oder? Oh Mann. Das war das Nazimäßige also, da dran. Da muss ich euch wirklich widersprechen. Ich habe bei Höcke ein absolut ungutes Gefühl. Und zwar hatte ich eine Rede auch von ihm gehört. Nee, ich muss es einfach sagen, weil ich möchte nicht jetzt komplett bashen. Das ist überhaupt nicht meine Art. Und ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass die AfD nicht nur aus Nazis besteht. Völliger Quatsch, ja. Aber der hat eine Rede gehalten, da hat er offensichtlich Goebbels imitiert und das sage ich euch, es kommt nicht nur darauf an, was man sagt, auch wie man sagt. Er hat also wirklich diese Tonlage von Goebbels imitiert und ich habe wirklich gedacht, boah, mir wird schlecht.
Also ich glaube, Höcke ist tatsächlich ein übler fair, Genosse. Fair, aber darf ich kurz? Ja. Also ja, ich gebe Malka eigentlich recht, eigentlich. Der Punkt ist, ich habe mir jetzt von diesem Bericht trotzdem mehr erwartet. Ja. Das, darum geht es. Das war ja jetzt der Punkt. Ja. Nicht, okay, was ich sonst noch glaube, wie er drauf ist, sondern ich möchte dann in diesem Bericht wirklich, das ist ja dafür da, ich möchte dann dort den Nachweis haben. Wir anderen können uns ja unsere eigenen Gedanken und Gefühle bei dieser Personalie machen, aber dieser Bericht war jetzt dünn, fand ich. Dann muss es auch raus in diesem Bericht. Und ich kann Höcke spätestens seitdem nicht mehr ernst nehmen, als er meinte, er wird vielleicht mal ein bedeutender Politiker. Dachte ich mir, ja klar. Ich auch übrigens. Nee, also seitdem spätestens konnte ich ihn überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Ich halte ihn auch für ziemlich überschätzt. Aber ich kann Malka schon nachvollziehen, muss ich sagen. Aber es wird doch immer eher herausgekramt als das Worst-Case-Szenario. Und naja, das ist ja Kupala irgendwie ist auch ein Taschenspielertrick. Er ist da in Thüringen irgendwo und ja, keine Ahnung. Also ist er, also das ist, der ist das Beispiel dafür, für das, was passieren könnte, I guess. Und das ist immer wieder dieselbe Schallplatte, die da aufgelegt wird irgendwie. Und dann höre ich diesen Bericht jetzt hier und der ist auch dünn. Und das, dann denke ich mir, damit gewinnt man das nicht. Es geht darum, dass natürlich... Der Höcke ist mir auch unsympathisch und macht mir auch Bauchschmerzen, aber es geht darum, dass ein Inlandsgeheimdienstbürger ausspioniert, genau, um sie am Ende zu sanktionieren. Dann holen wir uns so eine unsympathische Figur wie Björn Höcke, dann lese ich diesen Verfassungsschutzbericht, genau, von dem nur zitiert wird, sie sind eine gesichert rechtsextremistische Partei, und dann höre ich Dinge, die Theo Weigel 1996 gesagt hat, und zwar deutlich krasser als das, was Björn Höcke sagt, und dann wird mir eingeredet, das sei jetzt eine rechtsextremistische Position. Dafür müsste ich diesen Björn-Höcke-Typen nicht mögen und ich tue es nicht. Aber ich kann sagen, wir haben ein verdammtes Problem. Und noch was, es kommt noch was obendrein. Der Verfassungsschutz hat mittlerweile erweitert auf Untersuchungen wegen und gegen Queerfeindlichkeit. Ja, also da sind wir jetzt mittlerweile angelangt. Wenn man auf die Homepage geht, das ist jetzt eine komplett eigene Kategorie, ist jetzt vielleicht so ein bisschen off topic, aber es geht ja auch um den Verfassungsschutz. Sobald man jetzt die Trans- und Queer-Ideologie kritisiert, kommt man potenziell auch schon ins Visier. Also, ja, was geht, Verfassungsschutz? Frage ich da einfach. Das ist wirklich irre. Und ich meine, man muss natürlich bei allem auch immer wieder eins verdeutlichen. Es ist nicht die AfD, die uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt stehen. Ja, also genau. Es ist nicht die AfD schuld. Wir haben unsere bürgerlichen Parteien haben diese ganzen Kardinalfehler gemacht. Fängt 2015 an, muss ich gestehen, habe ich auch gedacht, Mensch, man muss menschlich sein, man muss Menschen aufnehmen. Habe ich Angela Merkel gar nicht verübelt zunächst. Aber wenn man sieht, dass man Fehler gemacht hat und man revidiert ihn nicht, dann wird es ein richtiges Problem, weil wir machen es ja immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und man kann tatsächlich nicht mehr sagen, dass man den Politikern abnimmt, dass sie den Meineid zum Wohl des deutschen Volkes tatsächlich ernst genommen haben. Also ich habe wirklich den Eindruck, wir zählen gar nicht. Ja, und wenn es nur in Anführungszeichen das Flüchtlingsthema wäre, danach wurde eine Lockdown-Tyrannei gemacht. Ich will das Thema nicht nochmal komplett aufrollen, aber das war bestimmt nicht gut für die Wirtschaft und für den Wohlstand und für die Leute, die hier leben, miteinander. Und auch das Geld und die Gastfreundschaft oder die Willkommenskultur oder wie man es auch immer nennen will, das kommt ja auch irgendwo aus der Wirtschaft. Also wenn das alles zurückgeht, es eine Deindustrialisierung gibt, dann ist es hinterher, dann gibt es für keinen mehr irgendwas hier. Und danach haben sie jetzt noch dran gehangen, das Klimading, was natürlich auch seit Jahrzehnten schon läuft. Aber jetzt wünscht man sich irgendwie wirklich das komplett an die Wand zu fahren. Und diese Kombination von all diesen Dingen, ja moin, da gebe ich Malka recht, ja, die waren das nicht. Das war nicht die AfD. Du hast aber die Hitzehölle vergessen. Ganz, das ist doch Klimagedöns, Psyop. Hitze. Ja, ich meine, ja, seit 3 Tagen regnet hier am Stück 18 Grad. Es ist, also ich, ja, aber trinken, passt auf euch auf und trinkt viel. Aber das bitte. Ist ja Gaslighting vom Rotfunk auch auf dem allerhöchsten, komplett geisteskrankesten Level mittlerweile. Also wenn ich alles Weidel wäre, ich würde ein wunderschönes Blumenbouquet direkt an Ferda Attermann schicken. Ist eigentlich eine wirkliche Galionsfigur zur Stärkung der AfD.
Ja. Der jetzt, was möchte sie jetzt ein Gesetz ändern, dass man gar nicht Beweislastumkehr. Ja, Beweislastumkehr. Denunzianten in ganz Deutschland applaudieren schon. Wer schon immer mal denunzieren wollte, der kommt dann in den Genuss. Das ist so unfassbar, wer da Antidiskriminierungsbeauftragte geworden ist, dass man wirklich das Gefühl hat, der Postillon, wieso gibt's den eigentlich noch? Der kann doch gegen die Realität längst nicht mehr anstinken. Also alle Dinge, die uns passieren, und ich denke das mittlerweile täglich, das ist irgendwie ein schlechter Film. Ich meine, da gab es doch beim CSD dieses Foto, habt ihr bestimmt gesehen, hat, glaube ich, die Annabelle Schunke als erste gepostet. Mit dem Penis. Mit dem Penismann. Und dann frage ich mich wirklich, ist jetzt Exhibitionismus auch abgeschafft worden? Also ist der nicht mehr strafbar? Das war ja neben der Bundestagsdelegation. Die haben den ja dann auch rausgeschnitten. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Den Penismann, nicht nur den Penis. Ach so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, muss ich das sehen? Hat das irgendwas damit zu tun mit den Schwulenrechten? Aus meiner Sicht überhaupt nicht. Also die Schwule, die ich kenne, mit denen ich befreundet bin, die sind da jedes Mal peinlich berührt und haben Sorge, dass jetzt alle denken, sie würden aus dem Hundenapf fressen und zu Hause an der Leine geführt werden. Weil das eigentlich nicht das Bild ist des in Anführungszeichen normalen Schwulen, der genauso Liebesbeziehungen hat wie unser eins und der den ja eigentlich gar nicht unterscheidet. Liebe ist Liebe, ja. Aber auch da legen wir eine merkwürdige Form der Toleranz zur Schau, wo ich mich wirklich frage, das grenzt für mich persönlich an Irrsinn. Ich habe wirklich immer öfter das Gefühl, alle haben Drogen genommen, nur mir hat man nichts abgegeben. Das kann man ändern. Ja, mach mal, Julian, komm. Du bist eh das schwarze Schaf. Also du hast jetzt nichts mehr zu verlieren. Das stimmt, ich bin völlig lost. Die Beamten haben dich jetzt, spätestens jetzt haben sie sich alle verstoßen, aber ich schmier dir eine Stulle, mach dir keinen Spaß. Oh, danke, das ist aber lieb. Ja, aber ganz kurz zu dem CSD-Punkt, ich meine, das ist ja irre. Ich habe ja dieses Jahr, bin ich zu einigen CSDs gegangen, habe mir einfach angeguckt, also bin dafür auch mal hin und so weiter und habe mir das mal angeschaut. Ich meine, in Würzburg, wo ich mal gewohnt habe, war ich da und habe mir noch nicht mal Mühe gemacht, habe einfach die Kamera aufgemacht von meinem Handy und da war einer der mit der Hundemaske, ein anderer mit der Hundemaske und der hat aufgerufen, die Björn Höcke ist wieder bei dem Thema, Demonstration, da irgendwelche Sachen mitzunehmen, auf dem zu werfen und so weiter. Immerhin hat das Video dazu geführt, dass die Kriminalpolizei ermittelt, hat es gepostet. Aber ich meine, kein normaler Schwuler geht da, also ja, vielleicht schon ein paar. Also ich zumindest gehe da nicht hin. Also ich möchte auch nicht von diesen Irren da ein Teil sein, von diesen wirklich, der Regenbogen war mal vor 100 Jahren mal eine gute Idee, ja, aber jetzt ist es nur noch wirklich eine Veralberung. Klischees werden ausgebreitet und ich mag keine Klischees, ich mag keine, ganz kurz, ich mag auch keine Kinks, ich möchte das nicht sehen, bitte, ey, mach das Tür zu Hause, ey, aber ich möchte davon nichts wissen. Das ist aber nur abartig. Entschuldigung. Also ich glaube, das wird alles ideologisch benutzt. Das ist nicht aus Versehen nur eine Clownshow. Ich glaube, politisch wird es ideologisch genutzt. Egal ob Klima oder Trans, das ist alles da, um quasi zu begründen, warum und wie man die Gesellschaft transformieren möchte. Und natürlich dazu gehört auch der Rechtsruck. Und wir müssen unsere Demokratie schützen. Will zur Not auch mit undemokratischen Mitteln, sagte ja Georgine Kellermann. Das ist und das bleibt Demokratie. Einfach, es bleibt einfach ohne Nachwirkung. Sie kann das einfach sagen und das ist einfach okay. Das ist das, was mich so schockiert, dass das wirklich einfach okay ist. Niemand geht Böhmermann an, niemand geht Kellermann das an. Das ist einfach Demokratie. Okay. Ja, Demokratie. Weil die Leute ein anderes Staatsverständnis haben. Für diese Leute, die undemokratische Mittel fordern, ist der Staat ein Zuchtmeister, eine Nanny, eine Erzieherin, die dafür sorgen soll, dass die Menschen in ihrem Sinne gut werden. Mein Staatsverständnis ist, alle Menschen sind fehlerhaft. Malka, Christian, Julian, ich, wir alle sind fehlerhaft. Nee, ich nicht. Ich auch nicht. Und was soll das denn? Schließt doch nicht von dir auf andere. Ich schon. Hab man ja gehört. Und der Staat ist dafür da, ein System zu ermöglichen, dass sich diese unperfekten Menschen selbst verwalten und regieren können. Das ist die Idee dahinter. Aber so die Kellermanns und die Böhmermanns, die wollen den Staat, damit der Staat erzieht. Und dann sind die auch bereit, zu brutalen Mitteln zu
greifen, die Peitsche rauszuholen, um den Menschen zu erziehen. Und was denen nicht klar ist, ist, dass all die Gesetze, die sie einführen, sind ja Gesetze, die der politische Gegner nutzen kann, wenn er einmal an der Macht ist. Und deswegen... Ja, das verstehen sie nicht. Und deswegen verteidige ich jetzt hier die AfD gegen den Verfassungsschutzbericht. Nicht, weil ich die AfD mag. Nein, ich würde die auch nicht wählen. Es geht mir darum, wenn die AfD einmal an die Macht kommt und sie wird an die Macht kommen, dann will ich nicht, dass sie all die Möglichkeiten hat, die Grünen, die FDP, die CDU und die SPD bereits genutzt haben. Das muss uns doch mal klar werden. All die undemokratischen Mittel, die Parteien, die jetzt an der Macht sind, nutzen, wird die AfD nutzen, wenn sie an der Macht ist. Und daran sind wir schuld, weil wir die AfD nicht verteidigt haben, als sie noch unser Gegner war, aber machtlos. Ja, sehe ich genauso. Sprachlosigkeit. Ja, Sprachlosigkeit ist, weil ich finde, es wird einem immer wieder schmerzlich bewusst, dass einem tatsächlich eine Alternative fehlt. Und jedes Mal bin ich so voller Hoffnung und habe auch immer wieder gedacht, Mensch, für mich ist ja ein Leistungsträger kein Krimineller. Ich habe ja Respekt und Achtung vor jemandem, der es im Leben zu was gebracht hat. Deswegen habe ich auch lieber einen Politiker wie Merz, der das Land führen soll, als jemand, der Kinderbücher geschrieben hat. Also dem Merz würde ich es intellektuell von seinen Fähigkeiten als Unternehmer durchaus zutrauen, dass er weiß, worauf es ankommt. Das ist und aber ich, schwach. Ja, und das kann ich nicht verstehen. Ich möchte ganz laut singen, neue Männer braucht das Land. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Es kann doch nicht sein, dass man als Frau größere Eier hat als so mancher Mann. Ich meine, er hat es doch drauf, er fügt doch über die Kompetenzen. Warum verdammt nochmal knickt er ständig ein? Das ist so unglaublich frustrierend, ja. Und dasselbe Problem haben wir bei der FDP. Da haben wir einen Marco Buschmann, der mit diesem Selbstbestimmungsgesetz, ich wirklich gedacht habe, Leute, was machst du in der FDP? Das kann doch wohl nicht wahr sein, ja. Also bei Marco Buschmann finde ich seine Kopfform sehr abenteuerlich, aber das nur am Rande. Ich habe vorgestern, am Mittwoch hatte ich einen sehr schönen Twitter-Space mit Vera Lengsfeld und die kennt ja den Merz persönlich und ihr Fazit war sehr, sehr ernüchternd. Tatsächlich, ja, Merz will halt einfach, und das ist sein Programm, Kanzler werden. Das ist sein einziges Programm, das er hat, Kanzler zu werden. Mit welchen Mitteln auch immer, ist ihm relativ wurscht. Am Ende wird es dann wahrscheinlich schwarz-grün, wie es ausschaut. Oh Gott. Das ist... Nicht GroKo? Oder GroKo, ich meine, was ist das? Es ist lustig, dass Leute immer noch große Koalition sagen bei einer Partei, die in einigen Bundesländern bei unter 8% ist, wie die SPD. Ja, das stimmt, da müssen wir was anderes überlegen. Das ist Nostalgie. Die Schwaro oder so. Ich musste so lachen, habe ich gestern oder vorgestern gelesen, Scholz warnt Israel vor einer Staatskrise. Dann habe ich mir gedacht, hat der gute Kanzler vergessen, dass wir selbst hier die größte Staatskrise haben? Das finde ich auch so geil. Das ist unfassbar. Ich meine, wir haben da jemanden sitzen, der sich an alle mutmaßlichen Schandtaten nicht mehr erinnern kann und möchte dann aber noch den Moralapostel spielen. Es ist unglaublich. Ja. Und wen wähle ich denn bloß? Ich habe in der CDU den Christoph de Vries. Wenn der Kanzlerkandidat wäre, da wäre ich sofort, ich bin de Vries-Gruppe. Ich habe in der FDP den Frank Müller-Rosentritt, superklasse. Zwei Mennekes. Was machen wir denn bloß? Hans-Georg Maaßen als Kanzlerkandidaten kriegen, ginge das? Aber da wissen wir ja, das ist ein Hassprediger. Das hat ja MDR-Rundfunkrat-Beisitzende Sandro Witt gesagt. Und der muss es wissen. Der, wenn nicht er. Ja, aber ihr vergesst natürlich Kurt Aiwanger und dann Hupsi. Also, ich meine, ich habe es ja leicht in Bayern. Ich kann dann auch mal sagen, ja, gut, ich wähle die Freien Wähler. Ne? Und dann ist auch die Familie wieder, ne, das mal zu beenden, auch wieder beruhigt. ich muss sagen, ich finde Hubert Aiwanger wirklich hervorragend. Ich mag das Niederbayerische sowieso. Ich mag sowieso Dialekte und Niederbayerisch mag ich auch gern. Nee, der macht das sehr gut, finde ich. Hupsi vor Kanzler. Ich möchte noch einmal aus dem Verfassungsschutzbericht zitieren, diesmal Seite 23. Der AfD-Landesverband Thüringen spielte im Jahr 2021 eine zentrale Rolle als Relay-Station für das Protestgeschehen gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Thüringen. Dies zeigt sich erstens an Solidaritätsbekundungen der Sprecher des Landesverbandes mit den als Spaziergängern bezeichneten Teilnehmern unangemeldeter Proteste.
So, das heißt, das reicht schon. Da zeigt man Sympathie mit Leuten, die gegen die Corona-Maßnahmen protestiert haben. Dann ist man schon laut Verfassungsschutzbericht Thüringens rechtsextrem, weil man sich mit Spaziergängern solidarisiert hat. Ich bin mir sicher, dass man im Gegensatz zu den Spaziergängern heute die sich Hinklebenden nicht als rechtsextrem bezeichnet und dass eine Solidarität mit diesen Demonstrierenden wahrscheinlich erlaubt und gern gesehen ist. Ich sag dir warum. Warum? Weil alle diese Hirngespinste von denen, egal ob es Klimawandel ist oder ob es die Clowngrippe ist, die nehmen das als größtes anzunehmendes Monster. Oder die Nazis, das Klima, das Virus und das sind alles diffuse Bedrohungen, die bekämpft gehören und auf diese Basis nehmen sie und von der aus agieren sie auch intellektuell. Darauf baut alles auf und das ist deren Baseline, ist deren Wahrheit. Und wer das kritisiert, der will ja offensichtlich den Weltuntergang und der ist böse. Und wer dafür etwas tut, sich auf die Straße klebt, der ist gut, der will ja die Welt retten. So haben sie sich mit ihren Mental Gymnastics in ihrer Twilight Zone eingerichtet, damit sie auf ihr Leben klarkommen. Und das rechtfertigt alles. Nazis, Klimahölle, ein Todesvirus. Und dann darfst du alles. Und jeder, der das kritisiert, will die Menschheit vernichten. Das ist am Ende zu Ende gedacht, so wie sie sich das erklären, dass sie so handeln können und dürfen. Das ist ein klassischer Hexenprozess. Dann geht es nur darum, die Hexe zu finden, die man verbrennen kann, damit ich an der Macht bleibe. Ja, dann ist es religiös. Und da wieder am Anfang, weil, und da sind wir vier einer Meinung, wir würden auch zur Gewalt greifen, um echte Nazis und Faschisten davon abzuhalten, Gewalt gegen andere Menschen anzuwenden. Ich diskutiere nicht mit Nazis und Faschisten. Und deswegen verstehe ich nicht, wenn die wirklich glauben, dass das Nazis und Faschisten sind, warum wenden die keine Gewalt an? Und ich glaube, sie tun es nicht, weil sie eine weiße Weste behalten wollen. Deswegen behaupten sie, dass es Nazis ist, damit andere die Gewalt anwenden. Sie tun es ja. Ja, vielleicht das auch. Aber im Endeffekt, der ganze Medienadel, der ganze Staatsapparat, diese ganzen NGOs, diese ganzen Stellen von Amadeo Antonio Stiftung und Cancel Culture und noch und nöcher, das ist ja alles Gewalt. Das ist ja alles Gewalt. Das ist ja nicht... Gewalt ist ja nicht nur, wenn ich jetzt rausgehe und einem auf die Schnauze haue, sondern das alles ist ja auch Gewalt. Und der Staat steht dahinter. Er unterstützt es, er fördert es, mehr Geld gegen rechts und so weiter. Und das ist das ganze Programm. Im Endeffekt geht es um den Erhalt des eigenen Machtsystems. Sie wollen gegen Tyrannen sein, aber nicht, weil sie gegen Tyrannei sind, sondern sie wollen ihre eigene Tyrannei. That's it. Genau, und sie sind gegen Antisemitismus und laden deshalb dann die Kaufjuden ein, diese paar Mietjuden, die von denen sie genau wissen, die sagen immer das gegen Bargeld, das, was sie hören wollen. andere Juden werden dann doch lieber mundtot gemacht. Aber ich bin ja ganz stolz. Ich weiß nicht, ob ihr dagegen anstinken könnt. Aber ich bin von Böhmermann blockiert. Ich auch. Ach, du auch. Heute zwei Jahre. Ich hatte eine Erinnerung. Okay. Julian, du auch? Na, selbstverständlich. Okay, ja, wir alle vier. Ich bin auch von Stokowski blockiert. Da ich auch. Seit gestern. Ich bin von Volker Beck blockiert. Und ihr? Volker, ich darf bei der DIG-Hauptseite darf ich nicht kommentieren. Schäble hat mich blockiert und jetzt auch noch der Benediktinermönch. Okay. Angeberin. Langweilig. Ja, habe ich alles. Aber wer von euch ist sonst von einem Benediktinermönch blockiert worden? Das ist schon mal was ganz Besonderes. Du hast gewonnen. Ich war mal auf einer Schule der Benediktiner. Ne? Top das mal. Das war nämlich ganz traumhaft. Aber da bist du doch rausgeflogen. Du bist doch das schwarze Schaf. Das stimmt wirklich, tatsächlich. Im Nest der Beamten. Und jetzt hat sich rausgestellt, auch noch schwul. Und ich glaube, da war bei Julian eben das Problem, dass er von den Benediktinermönchen dort eben nicht geblockt wurde. Ich glaube, da ist das. Da war es, ja, das ist richtig. Jetzt kriegen wir uns alle mal wieder ein. Christian, weil du gerade sagtest, seit vorgestern bist du von Stokowski blockiert. Was ist passiert? Ach so, ja, sie hatte, das habe ich selber auch schon intern so ein bisschen aufgearbeitet. Also sie ist ja jetzt nochmal richtig berühmt geworden, weil sie ist ja Botschafterin für Long-Covid, ne? Sie hat dann mit Karl Lauterbach so Veranstaltungen gehabt Neuer Stuhlkreis? Interviews gegeben. Ein neuer Stuhlkreis, oder was?
Ist sie jetzt Ein neuer Stuhlkreis, ja, könnte man sagen. Also auf jeden Fall gibt es eine unheilige Allianz. Karl Lauterbach ist jetzt sehr Long-Hitze und Long-Covid, sind, glaube ich, seine zwei Hauptmissionen jetzt so in Zukunft. Und Margarete Stokowski ist seine Botschafterin. Und sie hat sich ja auch Botox gespritzt gegen Long-Covid und so weiter. Und jetzt hat sie 1,5 Jahre Krankengeld gekriegt und hat einen Post gemacht, dass das jetzt zu Ende geht. Und ich habe das dann gerepostet. Also sie war ganz traurig, dass sie wieder arbeiten gehen muss. Und dann habe ich geschrieben... Hat sie wirklich gepostet? Sie hat das gepostet, ja. Sie hat das gepostet und ich habe es gerepostet. Es hat jetzt für meine Verhältnisse hat es viele Likes gekriegt. Ich habe gepostet, 1,5 Jahre bezahlten Long-Covid-Urlaub. Bezahlter Long-Covid-Urlaub neigt sich dem Ende zu, gar kein Bock. Ne? Und das hat dann so ziemlich die Runde gemacht. Also ich habe da sehr viele Likes für gekriegt. Jedenfalls hat es die Quattro-Milf, darf man die noch so nennen? Ja. Jasmina Kuhnke. Oh. Die hat es entdeckt. Die hat dann gemeint, wie könnte ich nur so gemein sein? Das wären Menschen mit schwersten Erkrankungen, über die ich mich lustig machen würde. Also, von sich? Wie gesagt, alles ist Nazi und alles ist eine schwerste Erkrankung. Also, ja. Ja, also ich finde, wir müssen da differenzieren. Also ich finde, das geht jetzt alles auf einmal. Also ich habe eine Freundin, die hat Long-Covid, die leidet wirklich schrecklich und die hat richtige Probleme. Und das ist, weiß Gott, kein Jammerlappen. Also es gibt natürlich auch Menschen, die wirklich Long-Covid haben und das gibt es auch, ja. Vielleicht nicht in dem Ausmache, wie Karlchen uns das jetzt verkaufen möchte, aber ich finde, wir dürfen nicht alles so... Also ich meine, auch Covid hat es ja nun gegeben. Es gab die Leichenwagen in Italien, was wir daraus gemacht haben, was das später ja alles passiert ist. Das ist ja. Also die Bilder aus Bergamo lasse ich nicht gelten. Das hat ja selbst der Bayerische Rundfunk schon gesagt, dass das nur ein Bild war und dass das nicht nachgewiesen war, dass das Leichenberge waren. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in meinem Bekanntenkreis sind tatsächlich 3 Menschen gestorben. Ja, also das ist schon aber passiert. Aber an oder mit? Sorry. Keine Ahnung, ich bin ja keine Mediziner und ich möchte nur einfach sagen, dass ich glaube, wir sollten uns nicht über alles lustig machen und nicht alles verharmlosen. Ich finde deinen Post nichtsdestotrotz klasse, was Margarete Stutzkowski betrifft, weil da geht es ja nicht darum, dass man sich darüber lustig macht, dass sie womöglich ernsthaft erkrankt ist, sondern man macht sich darüber lustig, dass sie 1,5 Jahre bezahlten Urlaub hatte, dass sie sowieso ja nun, wie soll ich sagen, nicht schlecht aufgestellt ist und dann auf hohem Niveau jammert, dass sie jetzt wieder arbeiten muss. Und das lädt natürlich auch ein und provoziert dazu. Also ich möchte selbst nicht radikal sein. Ich möchte selbst schon verstehen, dass es in allen Dingen bestimmte Nuancen gibt und Grauzonen gibt und möchte nicht komplett verurteilen und auch nicht sagen, dass jeder, der sagt, er hat Long-Covid, ist ein Scharlatan. Weißt du, das ist ja genau das, was sie mit uns machen. Also ich versuche tatsächlich, mich zu bemühen, differenziert zu sein, aber natürlich Malka soll da, also deswegen mag ich Malka auch, die ist cool, die macht das so, ich bin zum Draufhauen da. Also verhöhnen, draufhauen, Action. Ja, das mache ich und so ergänzen wir uns, sehr gut. Und die dass du mich als so zart charakterisierst. Dafür komme ich nein, nicht gut. Ich erlebe ja an, ich höre ja andauernd, ich werde die draufhauen. Aber ich finde es schön, dass du diese weiche Seite in mir gesehen hast. Und ich gebe dir ein Eis in Ehrenfeld aus. Dankeschön. Ich wollte es einfach nur nochmal. Ich glaube, es ist einfach wichtig. Also für mich ist es wichtig. Genauso wie ich will die AfD nicht komplett dämonisieren, aber ich möchte schon sagen, dass ich diese Höcke-Rede gehört habe. Einfach um das Ganze zu versuchen, in ein glaubwürdiges Bild zu bringen. Ja, ich fand's halt, absolut. Ich finde es halt, jemand, der wirklich auch so viele Ressourcen hinter sich hat und so viele Befürworter wie die Frau Stokowski mit einem Karl Lauterbach, Regierungsorgane und die dann. Die ja wirklich hausieren gegangen ist mit dieser Botox-Nummer. Klar. Also sich selbst auch so präsentiert hat. Ne, das sind keine Privatnachrichten oder sowas, sondern das war eine richtige Kampagne, auch mit Fotosession, mit Lauterbach, mit Botox-T-Shirt und so weiter. Dann darf man da auch mal einen kecken Kommentar zu machen. Natürlich, ich habe ja gesagt, der war gut. Ich fand deinen Kommentar ja auch gut. Genau. Es war nicht super feindselig, aber es kam dann der Quattro-Mob und die meinten alle zu mir, ich wäre eine ganz schreckliche, schlechte Person. Okay, fair, ich kann's ab. Aber unter schwersten Erkrankungen,
Aber das verstehe alles, ich doch. Ich wollte dich auch nicht angreifen, Christian, überhaupt nicht. Nicht falsch weiß verstehen. Ich wollte es einfach ich nur doch, versuchen, ich wollte es einfach nur versuchen, irgendwie noch so ein bisschen gerade zu rücken. Und Stokowski, das sind alles Geschäftsmodelle. Das ist Geschäftsmodell Long-Covid, das ist Geschäftsmodell Antirassismus, Geschäftsmodell Antisemitismus. Das sind alles nur noch Geschäftsmodelle. Das ist, und in, Richtig. die Wahrheit ist, die bringen uns alle nichts. Es geht um die Machtfrage. Es geht darum, wer ist an der Macht und kann wirklich was verändern. Die von dir erwähnte Höcke-Rede, ekelhaft finde ich auch ekelhaft. Ekelhaft finde ich auch die Emilia Fester-Rede im Bundestag, wo sie gebrüllt hat, die individuelle Freiheit endet dort, wo die kollektive Freiheit beginnt. Das ist ein offener, ekelhaft, verfassungsfeindlicher Ausspruch. Sie hat dafür Applaus bekommen. Und deswegen nochmal, mir ist das völlig egal, was eine machtlose, sich ausnahmslos in der Opposition befindende Partei irgendwo daherplappert, wenn Politikerinnen und Politiker in Regierungsverantwortung sowas rausbrüllen, dafür auch noch Applaus bekommen, ist das für mich gefährlicher. Natürlich, das ist auch da sind wir uns doch einig, sind wir doch absolut einig. Natürlich, ich habe da natürlich wesentlich mehr Angst vor, ja, damals waren es 40% Linke, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie wir jetzt stehen, von denen ich aber natürlich weiß, dass sie antisemitisch kontaminiert sind und in großen Teilen sogar. Ich weiß, wie unsere Politik in der UN funktioniert, dass wir Israel immer wieder in den Rücken fallen. Also ich sehe das ja alles und natürlich schieße ich mich dann auch nicht auf die AfD, weil ich kümmere mich zuerst um das große Problem. Das sind nämlich diejenigen, die am Machthebel sitzen. Genau. Aber ich hoffe sehr, dass viele Menschen immer couragierter werden und ich kann ihnen keine Wahlempfehlung geben. Das tut mir unheimlich leid, das würde ich eigentlich gerne und ihnen irgendeine Alternative aufweisen. Aber ich hoffe, dass wir uns das alle nicht gefallen lassen und dass wir mutig sind und dass es uns einfach scheißegal ist, ob wir als rechts geframed werden oder nicht, dass man mittlerweile einfach nur noch gähnt und sagt, komm, es hat sich so dermaßen, ist so abgedroschen. Weißt du, Sie können damit keine rechts, Macht mehr über uns haben. Es ist albern. Es ist mittlerweile ist es einfach nur noch albern. Ja? Julian. Und, Es geht um die Machtfrage, aber man kann ja auch wählen. Ne? Also das ist ja auch möglich. Man kann zur Wahl gehen, aber man darf natürlich nicht rechts wählen. Das darf man auch vergessen. Auf keinen Fall. Das ist ganz verboten. Aber man kann das tun. Man kann auch sogar Aktivismus betreiben. Man kann auch übrigens gute Medien unterstützen. Man kann alles Mögliche tun, dass man aus diesem links-grünen Dunst herauskommt. Und der ist nun mal da. Sie haben es ja geschafft, leider Gottes, von 68 bis 98 bis 2023 im wesentlichen Teil von Kultur, Medien und Politik sich da breit zu machen und jetzt ihre Agenda durchdrücken. Ich finde es natürlich tragisch. Gut, ich war auch mal links, ne, wie jeder normale junge Mensch, aber ich wurde geheilt, oder ich habe mich selbst geheilt, hoffe ich zumindest. Naja, gut, Resterkrankung. Ich hab Long Links übrigens, jetzt ist es raus. Das ist bis heute noch da. Ja, ich muss am Morgen immer aufwachen und sage immer, scheiß Nazis, dauert mal so 10 Minuten. Dann bin ich wieder im Thema. Nee, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich meine, so wie man diese Leute ernst nimmt. Ich meine, wer nimmt Robert Habeck wirklich noch ernst, außer Robert Habeck selbst? Doch immer das. Niemand nimmt doch diese Leute mehr ernst. Ja, aber die haben Macht. Ja, das ist das Schlimme. Deswegen geht man auch zur Wahl und hofft, dass man da eben sich da, also ja, da was verändern kann. Ja. Aber Julian, ehrliche Frage, ja? Wenn ich wählen gehe, welcher Partei kann ich denn den Teller überantworten, der jetzt von der jetzigen Regierung kreiert wurde? Das ist mein Punkt. Das, was die Ampelregierung jetzt mit unserer Verfassung und mit unseren Gesetzen gemacht hat, das ist der Teller, der weitergereicht wird. Mir fällt keine Partei mehr ein, dem ich diesen Teller anvertrauen kann. Ja, aber die können es auf keinen Fall behalten. Das geht auf gar keinen Fall. Klar, aber wem? Wem? Naja, gut, das ist... Allen anderen. Ja. Dem Tierschutzpartei. Was wäre das? Schwarz, Rot, Blau oder was? Ja, ich meine, aber die AfD, die CDU. Aber das stimmt schon mit dieser Art von Wahlempfehlung. Ich meine, da tue ich mich, also ich mache sowas überhaupt nicht. Ich meine, ich bin immer froh, wenn mich Leute nicht fragen, was hast du eigentlich gewählt? Ich habe übrigens auch mal nicht gewählt, das darf man auch nicht sagen, da ist man schon Demokratiefeind. Ich habe schon mal die Grünen gewählt. Wie krass ist das? Was? Nein. Was? Jetzt ist es raus. Wann? Boah. Ich glaube, damals, als
zum ersten Mal es Merkel war dann? 2005. Bei 5. Ja, oder hättest du doch direkt wählen können. Habe ich da SPD gewählt? Irgendwie so. Ja, also krass, bin ich so lange. War ich da noch links? Ja. Das ist dann, da war ich aber geil. Ich glaube, nächste Wahl war schon FDP. So. Ja, wir müssen ja jetzt nicht unsere ganze Stasi-Akte offenlegen, aber es ging mir gerade so ein. Ich wollte mal beichten. Ich habe also auch schon die Grünen gewählt. Also ich nicht. Ich möchte mich jetzt nochmal über euch erheben. Ich habe noch nie die SPD gewählt. Ich habe noch nie die Grünen gewählt. Ich habe noch nie die Linken gewählt. Also ich fühle mich gerade so, als hätte ich einen Heiligenschein. Du hast Merkel gewählt dann aber, oder? 2,5, 2,9 wahrscheinlich, ich oder? Ich komme aus einem richtig typischen CDU-Haushalt. So. Also mir ist quasi CDU mit der Muttermilch eigentlich. Ja, aber wenn du Merkel gewählt hast, wenn du Merkel gewählt hast, ja doch dann die Grünen gewählt, im Prinzip. Ja, aber nice. Julian, du hattest eben noch so viele Gummipunkte. Ich wollte ja dir ein Heim bieten, als du aus dem Nest gefallen bist. Du wolltest mir ein Leben geben, ja. Ich wollte dir ein Leben geben, aber ich finde, du solltest mir jetzt nicht so in den Rücken fallen. Also ich meine, sie war ja damals noch nicht so grün lackiert, dass man es erkennen konnte. Jedenfalls nicht als Blondine. Das wurde ja dann erst im Laufe der Jahre schlimmer. Ja, das stimmt. Aber tatsächlich muss ich eins sagen, obwohl sie natürlich wirklich furchtbar vieles nicht getan hat, ich habe mich in 16 Jahren Merkel nicht so aufgeregt wie in dieser kurzen Zeit Ampel. Also ich komme aus diesem Aufregemodus, muss ich jetzt wirklich fairerweise sagen, gar nicht mehr raus. Aber sie hat den Weg geebnet, ne? Also das sie hat den Weg geebnet, ja. Ja, klar, logisch. Ja. Ja, das ich möchte so gerne Nancy Faeser, ich möchte Nancy Faeser wirklich gerne mal sagen, dass sie für mich die gefährlichste Politikerin ist und dass sie der wahr gewordene Politiker-Albtraum für mich bedeutet. Die ja auch sehr früh schon die Beweislastumkehr gefordert hat für Beamte. Ja. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das war die erste, wo gesagt wird, so dieses undemokratische Mittel muss es jetzt sein, weil wir es mit dem Bösen zu tun haben. Und deswegen der Wahlfotos mit der Antifa. Ja. Und deswegen sage ich immer, wenn du wissen möchtest, wie ein Mensch tickt, gibt es nur drei Dinge, auf die du achten musst. Erstens, wie geht die Person mit ihrem politischen Gegner um? Zweitens, wie geht sie mit Niederlage? Aber viel wichtiger noch, wie geht sie mit Sieg und Macht um? Und drittens, und das ist ganz, ganz wichtig, wie reagiert sie, wenn du zu einem ihrer Weltverbesserungsvorschläge Nein sagst? Das sind die drei Dinge, die man einfach nur testen muss. Ich bedanke mich für das wunderbare Gespräch bei Malka Goldstein-Wolf, bei Julian Marius Plutz und bei Christian Schneider. Vielen Dank. Gerne. Ja, traumschön, kann man sagen. Gibt es jetzt einen Eisbecher oder so? Also ich gehe jetzt gleich einen Eisbecher essen, aber auch noch im Abspann möchte ich meinen Hörern sagen, wenn Sie mehr wissen möchten über den Verfassungsschutzbericht von Thüringen, der wunderbare AXA-Autor Felix Perrefort hat einen Artikel geschrieben, der heißt Was ist gesichert rechtsextrem? Ich kann diesen Artikel sehr empfehlen, da werden auch ein paar Zitate erwähnt, die ich auch gebracht habe. Was ist gesichert rechtsextrem von Felix Perrefort auf der AXA? Guter Junge. Der ist super. Ich bin auch ein absoluter Felix-Fan. Immer schön Äthervox Ehrenfeld hören, ne? Ja, Äthervox Ehrenfeld einschalten. Das Gerd auch. Ja, da bin ich auch öfter. Und neomarius.blog natürlich auch lesen. Und alle Artikel von Malka Goldstein-Wolf. Und ihren Facebook-Account. Da schreibt die auch immer schöne, kurze Texte unter der Überschrift Just Saying, die sehr oft einfach gut sind. Da muss ich auch sagen, das stimmt nämlich gar nicht, dass die Malka immer brav ist. Nee, stimmt nicht. Das ist ganz schön. Aha. Jetzt ist raus. Ganz schön saftig teilweise. Was sagt das nicht? Also am meisten ecke ich eigentlich mit meinen Witzen an. Es ist, also was ich an diesem Zeitgeist ganz schlimm finde, ist, der Humor geht verloren. Ja, und ich gebe das ist zu. Humorlosigkeit. Das ist so aber ich habe ja mitunter krass. Tatsächlich, also ich 90% meines Lebens beschäftige ich mich mit fürchterlich politischen Dingen, die mir schlechte Laune machen. Und deswegen ist es für mich total wichtig, dass ich auch immer irgendwie so einen Gegenpol habe. Ich bringe super gerne Menschen zum Lachen und ich finde es total schön, wenn auf meiner Seite dann wild und schmutzig gelacht wird. Ja. Aber was man dann erlebt, ich habe gestern das ist ja unfassbar. Du kannst ja für Witze noch mehr angegangen werden als für die härtesten politischen Artikel. Ja, die Leute nehmen alles wortwörtlich. Boah. Das finde ich so krass. Man macht einen Witz, man macht auch mal eine Übertreibung oder sowas, ne? Und das wird dann wirklich, also wie so Autisten, die sind gar nicht in der Lage, irgendwo
entertained zu sein oder den Humor in irgendwas zu sehen oder mal eine Übertreibung auch einfach als das stehen zu lassen, was es ist. Also dann dieses Zerreden und Zerpflücken und dieses Humorlose, das finde ich komplett krass. Ist das deutsch? Also, ja, ne? Ich finde Humor so wichtig. Sehr deutsch. Was richtig typisch deutsch ist, das Bezeichnen von unliebsamen Eigenschaften am anderen als deutsch. Das ist typisch deutsch. Das stimmt. Okay. Ich gestehe, ich bin typisch deutsch. Oh Mann. So.